jetzt um 14:47 Uhr. Werden wir wahrscheinlich in so eine neue Stadt fahren und ja, TK Maxx besuchen. Rechts einordnen. Richtung. Rechts einordnen. Von dem Einkaufszentrum weg. Geht schon in den nächsten. 66 Mr. Und wir sind dann in eine andere Stadt gefahren, haben bei TK Maxx wieder über 100 Euro ausgegeben. Dann sind wir nicht mehr in dem Zentrum umgegangen und so kurz vor 7 sind wir ins Auto eingestiegen und sind noch bei einem anderen Laden stehen geblieben, haben auch die 100 Euro ausgegeben. Und beim Döner essen, also ich habe halt, als wir dort im Zentrum angekommen sind, meine Mütze ausgezogen. Also als ich nach draußen gegangen bin von zu Hause und im Auto, hatte ich die ganze Zeit die Mütze auf und dann, ja, ich mag die halt nicht so, habe ich die halt abgesetzt, weil vor allem wir auch hier drin waren. Und dann habe ich sie die ganze Zeit in der Hand gehalten, weil ich keine Tasche dabei hatte. Und dann beim Döneressen habe ich die halt auf den Tisch gelegt. Und dann, als wir halt eben gegangen sind, habe ich geguckt, ob ich alles habe und so. Und dann habe ich mir gedacht, ah stimmt, meine Mütze, aber die war nicht mehr auf dem Tisch. Und dann dachte ich so, scheiße, habe ich die irgendwo liegen lassen. Und dann bin ich weitergegangen und zu Hause sagt meine Mutter so, ja, deine Mütze liegt hier. Und ich dachte, ja, okay. Hat sie wahrscheinlich dann eingepackt. Aber ich wäre jetzt auch nicht heulend irgendwie im Bett gelegen, wäre die jetzt verloren gegangen oder so. Auf jeden Fall kann ich mal zeigen, was ich mitgenommen habe. Beim TK Maxx haben wir mir nichts geholt, weil, ja, dann nichts haben. Meine Mutter will mir gefühlt bei jedem TK Maxx Einkauf irgendwelche Bademantel und Pyjamas kaufen, aber Bademantel hatte ich, habe ich immer noch und irgendwie haben mir die nicht gefallen. Pyjamas waren nur ein L oder XXL. Und beim zweiten Laden habe ich mir was mitgenommen. Bei jeder Erklärung und so habe ich halt irgendwie so eine Karteikarte reingetan mit einer Erklärung. Und ja, ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt dafür bewerbe. Man kann natürlich ein ganz normales Blatt zerschneiden und so. Aber es ist ganz gut, wenn man zum Beispiel solche, ja, kleinen Aufgaben hat. Man kann sich das einfach immer so an den Tisch kleben oder egal wohin. Ja, fand ich ganz praktisch. Und so kann man jetzt zum Beispiel das verwenden. Ja, und don't forget, das ist extra eine To-Do Daily Checklist Liste. Ja. Ist auch ganz cool. Wir haben 4 Stück oder so davon mitgenommen. Also fürs Geschenk geben. Und noch so ein Lippenbalsam von Pepsi. Fand ich ganz cool. Also da gab es auch welche mit 6 verschiedenen Limonadensorten. Aber irgendwie hat es 6 Euro oder so, kostet 5. Und dann dachte ich, okay, probiere ich erstmal das. Read my lips. Oh, nein. Oh, ich hoffe nicht, dass das irgendwie blau-rot abfärbt. So, read my lips. Cringe. Und ja. Als wir von TK Maxx halt eben von diesem ersten Einkaufszentrum ins Auto gestiegen sind. Nee, nicht von TK Maxx, von dem zweiten, wo wir jetzt das alles gekauft haben. Da war das so, dass mein Finger irgendwie richtig klebrig war. Obwohl ich nichts angefasst habe. Ich meine, ich habe kurz vorher Cola getrunken, weil mein Vater ein bisschen früh rausgegangen ist, um beim anderen Laden was zu gucken, und hat Cola mitgebracht. Und dann habe ich halt ein bisschen was davon getrunken, aber ich habe ja meinen Finger da nicht reingetunkt und so. Ich habe ja nur kurz was daraus getrunken. Und dann dachte ich so, also dann habe ich halt irgendwie so abgeleckt und dachte ich, scheiße, was, wenn ich irgendwas angefasst habe. Und dann habe ich die Desinfektion, die im Auto war, benutzt. Hab das halt so, ja, zerrieben, desinfiziert und dann waren sie immer noch klebrig. Dann also, was ist das? Und dann habe ich halt so mit dem Finger die ganze Zeit so drüber gemacht mit dem anderen und dann sehe ich, dass es alles braun ist oder so, oder dass es halt so, ja, halt einfach dunkel ist. Und dann schaue ich drauf und dann ist halt alles voller Farbe, weil es war ja auch dunkel im Auto.
Und dann mache ich das so an Licht und dann sehe ich einfach, dass da überall Blut ist. Also mein ganzer Finger war voller Blut. Dachte ich mir so, was zur Hölle einfach. Ich habe mich nirgends angehauen. Ich meine, ich habe gar nichts gespürt. Also wo hätte ich mich da bitte irgendwie schneiden sollen? Ja, und dann hat einfach mein ganzer Finger geblutet und zwar ungefähr 20 Minuten lang. Also das Blut ging gar nicht mehr weg. Ich habe kurz Schock bekommen, dass ich Diabetes habe. Oder dass es ein Anzeichen ist, weil meine Mutter hat mal gemeint, so die Diabetiker, wenn, also die sind halt anfällig für so Verletzungen und blaue Flecke. Und wenn sie sich mal schneiden, dann hört das Blut nicht mehr auf zu fließen. Dachte mir so, scheiße, ich habe in den letzten Tagen wohl viel Süßes gegessen. Ja, und auch eine Limonade direkt, diese türkische beim Döner, aber ja, das ist ja nachgelesen oder wusste auch, dass es normal ist, dass es mal halt ja länger durchbluten kann. Vor allem, weil das ist halt, ich weiß nicht, inwiefern ich das hier zeigen kann. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm und so, aber also ja, ist jetzt natürlich kein halber Finger ab, aber das ist nicht nur ein normaler Schnitt, sondern irgendwie so ein Schnitt. Und der ist irgendwie, also jetzt natürlich nicht richtig tief, es müsste nicht genäht werden oder so. Aber ich denke so, wo habe ich mich denn bitte verletzt? Also, wie kann das sein? Und da es halt irgendwie so ein komischer, schräger Schnitt ist, wundert es mich nicht, warum es so lange geblutet hat. Auf jeden Fall habe ich dann, ja, ein bisschen dran gesogen. Und dann ging es wieder langsam. Und das war gerade so lustig. Also, ich verwende halt Bumble. Ich meine, ich habe das mir halt letztes Jahr runtergeladen, wenn ihr das Video geguckt habt mit meiner Schwester zusammen. Und ich finde, also, da gibt es zum Beispiel auch eine Funktion, dass man nicht nur, also, man kann sich halt aussuchen, was man finden will. Es muss nicht unbedingt ein Partner sein. Es kann auch ein Geschäftspartner sein. Es können Freunde sein, wie auch immer. Und deswegen finde ich es halt einfach so lustig. Wisst ihr so? Ich glaube, also, wenn man in einer Beziehung ist, dann weiß ich halt nicht, inwiefern der andere das halt cool findet, wenn man das immer noch benutzt. Aber ich glaube, ich würde es selbst dann halt immer noch verwenden. Einfach, weil ich es so lustig finde, wisst ihr so? Und ich habe halt heute zum ersten Mal halt eine größere Altersspanne gemacht. Also davor hatte ich halt immer so bis 29, weil ich halt eben, ja, das war halt noch von früher, wo ich eben gedacht habe, dass da ein potenzieller Partner dabei sein könnte und dass ich da eine Liebe finden kann fürs Leben. Aber ich dachte, okay, bis wie viel kann ich es mir so vorstellen? Aber ich hätte 29 eingeben. Aber da ich halt seit längerem nach niemandem mehr suche, ja, habe ich da auch gar nichts mehr dran gerüttelt und geschüttelt. Und heute dachte ich mir so, ja, wäre mal interessant, auch so Ältere anzugucken. Ja, keine Ahnung, weil bis jetzt, also ich benutze die App nicht jeden Tag, nur mal so, wenn mir mal langweilig ist und so. Aber selbst als ich die halt etwas aktiver verwendet habe, also bis man da halt einen, also zumindest für mich, sympathischen, attraktiven jungen Mann sieht, ja, das dauert halt länger. Das sieht man vielleicht, wenn man das ganz gut benutzt, 2, 3, 4 Mal am Tag. Also das ist zumindest bei mir so. Ich meine, ich habe es selbst, als ich es aktiv benutzt habe, jetzt natürlich nicht 24 Stunden verwendet, sondern ja, vielleicht mal so 10 Minuten am Tag, also über den ganzen Tag verteilt. Das war das Maximum, was ich an Zeit da rein investiert habe, weil ich es auch halt nie wirklich ernst genommen habe. Wie gesagt, nur aus Spaß. Und beziehungsweise am Anfang habe ich es noch so ein bisschen ernst gemeint. Beziehungsweise bin da nie so wirklich ernst rangegangen, so dass ich mir gedacht habe,
Ich muss mich auf diese App verlassen, aber irgendwann mal, ja, ist klar, dass das irgendwie wahrscheinlich doch nicht mein Ding ist. Auf jeden Fall habe ich dann eine Altersspanne von 40 Jahren gemacht. Und jetzt am Abend, wo halt unser Film zu Ende war, was wir geguckt haben, und irgendwie der nächste angefangen hat, den wir nicht geguckt haben, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mir vor der Tee gemacht oder irgendwie war da was, habe ich halt einfach so, bevor ich wieder hier in mein Zimmer gegangen bin, geguckt oder irgendwie eine Werbepause, keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich so 40. Beziehungsweise habe ich es ja schon vorher gemacht, also noch bevor wir rausgegangen sind, glaube ich. Nee. Ja, keine Ahnung, wann ich es gemacht habe, auf jeden Fall war das heute. Und dann swipe ich so. Und es ist halt so, wenn mir mal ganz langweilig ist oder wenn ich tausend enttäuschende Momente habe, swipe ich halt so wirklich so. Weil ich, wie gesagt, es auch nicht will, um jemanden zu finden. Sondern mal so aus Interessensgründen. Und dann swipe ich so an und so. Das war einfach mein Nachbar. Ich meine, ich habe da schon des Öfteren Leute gesehen, die ich kenne. Das war auch der Grund mitunter, warum ich halt solche Apps nicht verwenden wollte. Und sehr oft ist es auch passiert, dass mich Leute nach rechts geswiped hatten, also praktisch ein Like gegeben hatten, die ich kannte. Und das war halt richtig unangenehm. Und ich habe da halt auch gar nicht so, wisst ihr, so, wenn man so schnell swipet, kann man ja gar nicht so das Gesicht komplett ganz erkennen. Aber man sagt ja, wenn man eine Person sympathisch findet, dann merkt man das, also dann merkt dein Gehirn das irgendwie in den ersten Millisekunden. Auf jeden Fall habe ich gesagt, also, das war mein Nachbar. Ich habe nicht mal sein Gesicht angeschaut. Ich hätte, glaube ich, seinen Hals angeschaut, so als ich beim Swipen war, weil. Klar, wenn du so ständig swipest, ist ja nicht so, dass die Bilder immer halt identisch aufeinander liegen. Also der eine hat halt ein Selfie, der andere halt eher so ein weit entferntes Bild. Deswegen ist es nicht so, dass wenn du in die Augen von jemandem schaust und dann ständig durchswipest, dass du dann halt immer auf Augenhöhe bist. Sondern anscheinend war da jemand vorher, der irgendwie, keine Ahnung, wo seine Augen auf der Höhe von dem Hals meines Nachbarns waren. Habe ich einfach so von meinem wahrscheinlich Augenwinkel dann gesehen, ach scheiße, was war da? Das war, also ich hätte schon gern geguckt, was in der Beschreibung drin hatte. Ich habe, bin ich auf zurückgehen können, also man kann da eine Funktion einstellen, beziehungsweise halt, wenn du eine kostenpflichtige Version hast, dann kannst du eben auch auf zurückgehen, falls ja sowas wie mir passiert ist, du aus Versehen halt eben jemanden weggeswiped hast. Aber ich denke mir so, ich kaufe mir jetzt nicht extra diese Funktion, nur um meinen Nachbarn wieder zurückzuholen. Ich meine, manchmal sehr oft, beziehungsweise ist es so, dass die Leute, selbst die du weggeswiped hast, also klar, die du geswiped hast, nee. Das ist tatsächlich auch mal passiert, dass ich Leute halt praktisch nach rechts geswiped habe und wir ein Match hatten und ich denen trotzdem so weiter vorgeschlagen bekommen habe beim nächsten Mal. Und auch halt bei den Leuten, die man weggeswiped hat, also die man praktisch nahe gegeben hat, die sind dann auch öfters mal vorgekommen. Ich weiß nicht, ob man noch mal vorkommt oder ob ich ihn wieder weg. Aber das Geilste war ja, ich habe gedacht, er wird mir noch mal angezeigt, wenn ich noch mal auf zurückgehe, also auf 30 und dann wieder auf 40 praktisch, so als ob ich wieder zum ersten Mal das einstelle. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, ob da stand, sie haben ein Match verpasst, was bedeuten würde, dass er mich schon geliked hat. Auf jeden Fall, 10 Sekunden später wird mir sein Bruder vorgeschlagen, der 35 ist und der erste, der ältere ist 38. Ja, und die sind beide ewig. Also die, glaube nicht, dass die irgendwann mal jemanden finden werden. Weil die einfach so, also ich wünsche es natürlich für sie. Wäre schön, wenn jeder praktisch im Leben glücklich wäre. Und natürlich will wahrscheinlich nicht jeder irgendwie jemanden haben und die wollen alleine bleiben. Aber anscheinend wollen die halt jemanden kennenlernen. Und ich habe
das auch schon gehört, dass die halt eben so Familienmenschen sind. Und ich wünsche es natürlich für sie, wenn es deren Wunsch ist. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es so kommt. Weil es muss jetzt natürlich nicht daran liegen, weil sie mit den Eltern zusammen wohnen. Aber die sind halt einfach irgendwie komisch. Der Ältere sagt von unserem ganzen Haushalt her nur mir Hallo. Und meinen Eltern und meiner Schwester nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist, aber der ist halt einfach extrem komisch. Und er läuft halt immer so alleine rum. Und der ist schon hübsch. Also ist ja hübsch, also ist jetzt nicht so mein Traumbild vorstellen. Ich habe auch kein Traumbild vorstellen, aber er ist schon so, er hat schon, sag ich mal, was, wenn man ein bisschen was anderes hat. Meine Mutter hatte mit meiner Oma immer so einen Spruch, aber das kann ich nicht bringen, falls ihr das mal seht. Ja, ein bisschen ihn so zurecht machen, sag ich mal so. Dann würde halt eben noch mehr was an ihm dran sein. Aber er ist halt irgendwie so, ja, ich kann nicht sagen, ich weiß nicht, ob das eine Störung ist oder so, weil er ist ja normal und so und er hat einen guten Job. Aber ich habe ihn noch nie mit Menschen gesehen. Also den Jüngeren auch nicht. Nur so mit einem Kumpel, der auch komplett irgendwie komisch war. Und mit einer Cousine, die hergekommen ist. Und seinem Cousin. Aber ich habe das Gefühl, dass die beide einfach keine menschliche Unterhaltung führen können. Weil jedes Mal, wenn ich die höre oder sehe, haben die mit irgendjemandem so einen Konflikt und schreien rum. Und untereinander habe ich die auch noch nie zusammen gesehen. Also, obwohl die halt in einer Wohnung wohnen. Jetzt, glaube ich, ist es so, dass die wegen Arbeit und Uni, also der eine studierte, halt, solange ich denken kann, und hier wohne. Und manchmal, ja, geht er ein bisschen weg in Urlaub oder so. Aber ich habe die halt noch nie zusammen reden sehen. So. Und ja, das ist halt irgendwie komisch. Also der Ältere läuft halt immer so immer einen Weg. Und wenn er uns sieht zum Beispiel, also einmal war das so, dass ich mit meiner Mutter und meiner Oma halt eben spazieren gegangen bin. Und dann war das so, dass er hinter uns her war. Und dann, als wir uns umgedreht haben, beziehungsweise meine Oma, weil sie dachte, dass, ja, keine Ahnung, weil sie da ein Hund war oder was auch immer. Und dann ist er über die Wiese weggelaufen. Also, er macht halt, also ich denke nicht, dass er eine Störung hat, aber der ist halt einfach komisch irgendwie. Ich weiß nicht, ob der irgendwie zu wenig Selbstbewusstsein hat oder so, aber ja, ein ganz komische Täubchen. Also, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, was wir für mich gekauft haben, ist halt eine Decke. Also eigentlich war das so, dass meine Mutter gesagt hat, dass ich mir eine Decke aussuchen soll. Sie hat sich eine mitgenommen. Hat einfach so eine Fließdecke zum Einkuscheln und jetzt nicht zum Abdecken. Weil zum Abdecken habe ich ja genug. Also ich habe auch zum Beispiel die Leo, aber ja, keine Ahnung. Man hat einfach gedacht, wir holen neue. Und meine Schwester hat sich eine genommen. Sie ist aber mit ihrem unzufrieden, weil sie denkt, das sieht jetzt aus irgendwie wie von so einem komischen. Ich fand die schön, die Hose, die meine Mutter mitgenommen hat. Und die gab es nur in Hose und alle anderen Versionen, also waren irgendwie komisch und nicht so schön. Und die eine war halt irgendwie wie so ein Müllsack. Und dann habe ich gedacht, ja, ich nehme jetzt doch nicht die gleiche nochmal. Und dann hat sie gesagt, okay, dann, keine Ahnung, könnt ihr mal tauschen oder so, aber ja, ich kann auch die grüne nehmen, die gekauft wurde, und sie nehmen das, weil es so eine Farbe her besser passt, keine Ahnung. Aber wir haben einfach gesagt, dass wir nicht die gleiche haben wollen und noch Slips für mich. Ja. Meine Mutter hat sich auch die geholt.
Nur in anderen Farbe. Grau und schwarz oder so. Oder grau und rosa. Ja, und ansonsten. Wenn ihr mich gefragt habt, meine AirPods gehen, ja, ich hatte da irgendwie so einen kurzen Schockmoment, als nicht ging. Beziehungsweise ich habe gedacht, dass die gingen, aber der Akku war leer, obwohl es die ganze Nacht geladen hat, aber der Stecker war nicht ganz drin. Und dann habe ich für eine kurze Zeit lang einfach laut Musik gehört und jeder konnte mich Habe ich dann auch erst ein bisschen später gecheckt, auf jeden Fall. Ja. Habe ich jetzt die letzten Tage wirklich dann nicht mehr auf Instagram am Abend geguckt, wie ich es eigentlich vorher gemacht habe, weil ich einfach so müde war. Also habe ich irgendwelche kurzen Filmausschnitte angeguckt, so Liebesfilme aus der Türkei. Also schöne Momente. Ja, und dann bin ich schon schlafen gegangen. Ja, ansonsten, Leute, würde ich sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Tschüss.